Herzlich willkommen zum Stage-at-Home-Auftritt von mir. Ja, liebe Freunde und liebe Daheimgebliebenen, jetzt müssen wir halt das Beste draus machen. Jetzt, wo wir ein Volk von Sesselpupsern und Couch-Potatoes geworden sind. Aber das ist ja im Grunde genommen auch okay, weil der Mensch hat ja den aufrechten Gang eigentlich auch nur erfunden, um sich wieder hinsetzen zu können. Jetzt aber müssen wir. Das Virus zwingt uns, die Füße stillzuhalten, die Krise sozusagen auszusitzen, im wahrsten Sinne. Nehmt euch ein Beispiel an Helmut Kohl, der in seiner ganzen Bräsigkeit das Aussitzen zum Regierungsprinzip erklärt hat. Und so sind wir jetzt auch ein Volk von begnadeten Aussitzern geworden, die ab und zu vielleicht nur noch mal aufstehen, um Klopapier zu kaufen. Klopapier, sag mal, geht's noch? Wir brauchen Chips, Tacos, Pralinen, Nüsse, Sekt und Rotwein. Aber noch kein Klopapier. Henkel trocken statt Hakle feucht. Und sicherlich hat die Situation jetzt für viele Menschen einschneidende und teilweise katastrophale Nachteile. Aber man muss vielleicht auch mal das Positive sagen. Dass die ganze Menschheit mal runterfährt. Industrien, Verkehrssysteme, Produktionsstraßen, internationaler Handel und Warenverkehr, alles mal auf Null. Ich glaube, dass das wenigstens dem Planeten mal richtig gut tut. Einfach mal ein paar Wochen oder Monate durchatmen. Und sofort rasselt es bei den Besserwissern, die ja wie die Pest die sozialen Netzwerke bevölkern und so genau wissen, dass das alles nur eine leichte Grippe ist und dass alles nur Hysterie ist und wahrscheinlich steckt die Pharmaindustrie dahinter oder wahlweise mal wieder das jüdische Großkapital oder es liegt daran, dass die Menschheit insgesamt sich einfach nur falsch ernährt. Und wenn diese ganzen kritischen Geister, die ja alles kritisch hinterfragen, was ihnen nicht in den Kram passt, dann selber drauf kommen in ihren kritischen Köpfchen, dass es den Planeten nutzt, dann sagen die, ja, dann ist es der Planet selber gewesen, der das Virus freigesetzt hat. Der Planet ist schuld, das Arschloch. Wahrscheinlich zusammen mit der Pharmaindustrie, dem jüdischen Großkapital und der falschen Ernährung. Weg, weg damit. Das sind Fake News. Da gucken wir uns doch lieber solche Actionfilme an. Die Zeit haben wir ja jetzt dazu. Und da wissen wir, das ist nur Fake Reality. Vor allem, weil in solchen Filmen nie jemand aufs Klo muss. Also nicht, weil es in den USA kein Klopapier gibt, sondern wenn die, sagen wir mal, im Restaurant oder in der Kneipe aufs Klo oder in den Waschraum gehen, dann haben die da Besseres zu tun. Dann gehen die dahin, weil die durchs Fenster abhauen wollen oder weil sie sich einen Schuss setzen oder Sex haben wollen oder sich verstecken wollen. Und dann stellen die sich auf die Kloschüssel, damit man unten die Füße nicht sieht, um dann aber eben doch durch die geschlossene Klotür erschossen zu werden. Die waschen sich auch nie die Hände vorm Essen. In Actionfilmen werden Wasserhähne nur aufgedreht, um sich Blut abzuwaschen, nicht weil es gleich Essen gibt. Und wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, dass sich diese ganzen Ermittler und Antiterror-Spezialisten in diesen Actionfilmen, dass die sich selber nie solche Filme angucken. Weil sonst wüssten die doch, dass die Bösen immer in schwarzen Van fahren. Das wissen die aber nicht. Da kommt ihnen ein schwarzer Van entgegen und die denken sich nichts dabei. Dabei müssen sie doch wissen, dass in den USA in jedem zweiten schwarzen Van sich entweder ein gefesseltes Entführungsopfer befindet oder zumindest die Computer-Hacker-Kommandozentrale fürs Lahmlegen der Stromversorgung von halb Nordamerika. Und dann wüssten die auch, dass wenn man auf das Dach von einem zu fahrenden Zug steigt, um mit jemandem zu kämpfen, dass da immer ein Tunnel kommt, immer. Züge, auf denen gekämpft wird, fahren nie über flaches Land. Aber man kann von solchen Filmen auch lernen. Wir können zum Beispiel lernen, dass Autos auch ein Gerechtigkeitsempfinden haben. Weil wenn der Gute sich viermal überschlägt und dann unten am Abhang liegt, dann explodiert das Auto immer erst, nachdem er rausgekrabbelt ist. Beim Bösen immer vorher. Und dass Verfolgungsjagden immer auch irgendwie durch Einkaufsstraßen gehen. Und es ist ja auch immer Markt. Und er brettert immer in irgendeinen Gemüsestand rein. Ist ja auch klar, weil das toll aussieht, wenn die bunten Früchte und Gemüse durchs Bild fliegen und kullern. Und ich muss sagen, ich als Regisseur würde das auch so machen. Ich würde dann sagen, okay, wir machen zwar gerade eine Dokumentation über die aktienfondsgestützten Finanzrücklagen der Krankenkassen, aber zwischendurch sollte doch mal irgendwie irgendjemand einen Gemüsestand umnieten. Und wir lernen, dass ein wirklicher Superheld auch den Kampf gewinnen kann gegen 8 waffenstrotzende Berserker, selbst wenn er selber nur bewaffnet ist mit, was weiß ich, 2 Q-Tips und einer Flasche Apfelsaft. Und wenn wir aus dieser Fake-Reality mit ihren Fake-Helden wieder aufwachen und wieder uns in der Real-Reality befinden, dann sollten wir uns auch an die Helden des Alltags erinnern, an unsere wirklichen Helden, an den Supermarktkassen, in den Apotheken, Arztpraxen, Krankenhäusern, Postboten, Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, LKW-Fahrer. Euch allen danke,
danke, danke. Und danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund und munter. Euer Frank Sauer. Tschüss.